Pendeln ist meist sehr trist. Und jeder vertreibt sich die Zeit anders. Die einen lesen, die anderen hören Musik und wieder andere holen etwas Schlaf nach. Subway Doodle, ein anonymer Künstler oder eine anonyme Künstlerin, malt lieber auf dem iPad zauberhafte Wesen, um sich die Zeit zu vertreiben. Die magischen Monster sind manchmal ziemlich süß, manchmal aber auch ziemlich unheimlich. Und ab und zu haben sie auch einen politischen Bezug. Ein großer Fan von Donald Trump ist Subway Doodle jedenfalls nicht. Meist haben die Monster aber irgendeinen Bezug zu Menschen in der Bahn selbst. Fast täglich teilt Subway Doodle ein neues Kunstwerk mit seinen mittlerweile schon über 66.000 Followern. Tendenz steigend.